Genau da oben. So, da müssen wir jetzt allerdings da lang. So, jetzt muss ich erstmal dahin laufen. Lauf, 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 lauf. So, Türe auf. Sehr schön. So, das Tor müsste jetzt genau da sein. Wir sind mehr rausgekommen, nachdem wir gefangen worden sind von Freedman. Sind mehr durch die Kanalisation geklettert. So, und jetzt sind wir genau da, wo wir den Code nehmen müssen. So, das war jetzt, also hier. 0, 5, 8 und 2. Und voilà, Sesam, öffne dich. Sehr gut. Oh. Ja, schön. Jetzt sind wir im Wald. Man hört schon, dass hier sehr viele Geräusche sind. Dort oben. Wow. So. Das muss reichen. Vorerst. Jetzt müssen wir erstmal hier rausgehen wieder. Also wir haben jetzt gesehen, hier gibt es ein. Oh. Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße. Boah, Alter. Sehr gut. So. Also hier gab es eine Waffe. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich an diese Waffe rankommen soll. Ich kann Josh mir dabei helfen. Gott, die Geräusche schon wieder. Sehr schön. Wenn man da keine Angst kriegt, ey, da will ich ohne. Gehen wir hier hoch? Nee, gut, hier können wir nicht lang, hier auch nicht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal weiter durch den Wald. Hier sind die ganzen Viecher. Zum Glück sind sie ja tot. Ah, oh Scheiße! Oh, Alter. Stirb! Stirb! Mann, 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 Mann. Gut, das war jetzt sehr interessant. Am liebsten gleich mal die Waffe. Immer die Waffe gezückt halten, man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Hallo? Ah. Stirb. Genau, erstmal alle nachladen. Gut, Es hier ist echt ist. scheißkalt hier. Ja, jetzt eine Jacke anziehen müssen, wenn der scheißkalt ist. Hier ist doch was. Was ist hier? Hier ist. Sieht schwach aus, diese Mauer. Ah ja, okay, gut. Das können wir dann einreißen mit einem Baseballschläger oder mit einer Eisenstange, je nachdem, was wir gerade haben. Hier haben wir Munition. Pistolenmunition, okay, das ist auch schön. So. Und jetzt reißen wir einfach mal. Ja, mit einer Eisenstange. Bam. Zack. Und krach. Krach. Puff. Das funktioniert. Ja, was denkst du denn? Wir sind immer noch in dem dunklen Wald. Bis jetzt scheint alles ruhig zu sein.
Aber ihr wisst ja, es kann sich schnell ändern. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Ja, gut. Also da müssen wir jetzt noch nicht hin. Da müssen wir noch nicht hin. Ich bin jetzt schon wieder zu weit gelaufen. Aber immerhin, gut ist es, dass die Tür schon offen ist. Ich glaube, das wird sich dann bezahlt machen. Ich hoffe es mal, dass das, was ich jetzt vorhabe, auch funktioniert. Oh Gott, los. Verdammt, los. In diesem Wald wimmelt es ja nur so von denen. Los, Schorsch, komm. Schneller. Ach, sehr schön. Wie sieht's aus? Alles noch fit, sehr gut. Ja, da in der letzten, bevor ich ja, ja, das letzte Mal habe ich gegen die Monster gekämpft und jetzt dachte ich mir, das Haus von letzter Nacht. Ja, ich dachte mir jetzt so einfach, ey, warum kämpfen, wenn du einfach rennen kannst. Geht doch. Na gut, bis auf die jetzt da. Müssen wir jetzt wieder Munition verbrauchen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil es ist ja wie gesagt jetzt nicht so, dass wir jetzt gleich fast wieder 10, 20 Kugeln verschießen, die wir nötiger hätten für den Endgegner, wie gesagt. Für das große Showdown. Pistolenmunition. Die Tür ist verschlossen. So. Ach so, wir brauchen erstmal einen Hebel. So, wie gesagt, ich habe es schon gespielt, deswegen weiß ich jetzt gleich, wo ich hin muss. Ich dachte erst, ich muss ganz zurück und dann auf einmal habe ich auf den Boden geguckt und habe das gefunden. Ein Hebel. So. Hier gibt's auch noch was. Boah. Zwei Energy Drinks hätte ich fast vergessen zu holen. Das wäre natürlich nicht schön gewesen. So. Ein Hebel. Ja. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen. Den Hebel. So. Es funktioniert. Ja, und nun gehen wir runter in das Schreckensloch. Das Loch des Schreckens. Kenny hat es schon gesagt, zurück in der Hölle. So sieht es natürlich auch wieder aus. Überall die Pflanzen, die ganzen... Ah, Munit... Oh nein! Scheiße! Oh, Alter. Wenn ich das jetzt übersehen hätte, dieses Vieh, das hätte ich mir nie verziehen. So, weiter geht's. Ja, die Gegend kennt er ja auch zu gut. Da müsste der das hier so ein Mist hier rumrennt. Und noch ein. Alter, was ist jetzt los? Scheiße, lad nach. Nein, fass mich nicht an. Weg. Oh, scheiße. Ja, leg dich hin. Steh nie wieder auf, du Mistvieh. Was guckt er denn so? Gibt's denn noch was? Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Okay. Er weiß, dass hier noch was ist. Ach so, ein Energy Drink. Hier ist noch was, ich weiß das. Und natürlich wieder ein schönes, großes Medikit. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja. So, die Tür kennen wir ja alle zu gut. Da hatten wir ja unseren Freund gefunden. Ne? Und das ist aus ihm geworden. Ein Messermörder, der mit seinem Messer rumrennt.
ein Messerspieler. Und nun gehen wir durch die Tür, die einst abgesperrt war. Und jetzt sind wir in einem Art, ja, Labor, würde ich sagen. Eine Disk zum Speichern. Energy Drink. Klebeband. So, hier ist ne. Da gibt es doch noch irgendwas. Wo guckt denn der so? Ach, hier. Ja, ich werde es einfach jetzt mal durchlaufen lassen. Ihr könnt es euch ja dann durchlesen. Also das sind, ja, verschiedene Berichte von verschiedenen Leuten, wie dieses Experiment verlief, was alles passiert ist. Ja, gehen jetzt einfach mal hier durch die Tür. Ach, ist das mies. Ich bin so froh, dass ich dieses Licht habe. Da wird ja nichts mehr. Noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Okay, und natürlich ein Energy Drink. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Ist noch was? Oh, fast wär's gewesen. Nur Kompost. Also wir finden auch sehr viele Speicherdisks. Diese Werkbank ist nicht mehr brauchbar. Munition natürlich auch sehr viel. Immer einsammeln. Und natürlich auch immer nachladen. So, und weiter geht's durch die nächste Tür. Was sind das für Maschinen? Sieht man doch, das sind Maschinen. 1, 2, 3. Gut, wir haben alle vier Statuen und ihr seht schon, da ist wieder so ein Schlappermonster. Wow. Aua! Ist hell. Na, verdammt. Pass auf, Josh, weg da. Scheiße, Josh, lauf weg. Mann, also Josh ist. Oh Gott, was sieht der? Okay, jetzt lass ich's krachen. Wow, jetzt geht's los. Danke. Keine Ursache, Josh. Immer wieder gerne. So, nachladen braucht man nicht gut. Das ist immer so mies. Lauf. Draufhalten. Na komm her. Verdammt. Dieses Vieh ist schon hartnäckig, aber wenn man. Aua. Wenn man einmal genau weiß, was man machen muss, dann. Ja, und damit ist es tot. Ha, Mistvieh, stirb. So, und nun wechseln wir einfach mal die Waffe. Laden vorher das Magazin neu. Und ihr seht schon diese Einkerbungen. Dort müssen wir dann die Statuen hinstellen. Doch bevor wir das tun, will ich noch... Lauf. Okay, also wir laufen erstmal durch die Tür. Ja, schön. Also hier sind die Gefängniszellen. Ich werde aber trotzdem mal speichern. Ja. Alles gespeichert. So. Jetzt gehen wir wieder da raus. Haben wieder eine Leuchtgranate gefunden. Wie gesagt, ich will etwas mit dieser Leuchtgranate ausprobieren. Kommt her, ihr müsst. Komm her! Was?